Wie waren die Tage nach dem Leipzig-Spiel? Ja, wie war's? Also ich glaube, jeder verarbeitet das mal für sich selber. Und es ist natürlich hart, wenn man absteigt. Aber ja, ich glaube, jetzt heißt es wieder aufzustehen und wieder dran arbeiten, dass man wieder was gut macht. Welche Bilder bleiben dir aus Leipzig im Kopf? Ja, das sind viele Momente. Ne? Gerade erstmal, dass du kämpfen willst. Erstmal das Positive vorm Spiel. Dann natürlich mit dem Abpfiff erstmal die Trauer. Und dann wieder der Aufbau von den Fans. Und das sind einfach sehr, sehr starke Gefühle. Und geben vielleicht noch mal Energie jetzt für die neue Zeit. Musstest du mit solchen sportlichen Misserfolgen in deiner bisherigen Karriere schon mal umgehen? Hattest du irgendwie einen Erfahrungsschatz? Ja, also abgestiegen bin ich jetzt eigentlich noch nie. Und natürlich ist das noch mal was anderes, hier aus der Bundesliga abzusteigen. Und klar gibt es immer kleinere Misserfolge, aber so war das, denke ich mal, schon mit das Größte. Musstest du getröstet werden? Ich glaube, es ging. Natürlich, also ich bin eigentlich ein Mensch, der das sehr viel mit sich selber ausmacht. Und natürlich ist da Familie, Freundin da und auch von der Mannschaft her sind wir ganz gut zusammengewachsen und dann ging das. Dennoch, wie versuchst du jetzt, den Kopf frei zu bekommen? Ja, erstmal abzuschalten, wie ich gerade schon gesagt habe, mit der Familie, Freundin so ein bisschen was zu unternehmen, bisschen raus, nicht so viel an Fußball zu denken und jetzt einfach dann auch nach vorne zu gucken. Und mit welcher Perspektive, du hast es gerade schon mal angedeutet, schaust du jetzt nach vorn? Ja, welche Perspektive? Also ich will jetzt eigentlich wieder was gut machen und klar, jetzt heißt es erstmal die ersten paar Tage, wie du schon gesagt hast, abschalten, aber dann versuche ich mit neuer Kraft wieder aufzustehen und wieder alles dafür zu tun, dass wir diesen Fehler gut machen. Ja, Henning, du hast jetzt 22 Bundesligaspiele, 12 Zweitligaspiele. Wenn du darüber nachdenkst, was macht das mit dir? Freut er natürlich, macht Bock auf mehr und will natürlich auch mehr und freut einen natürlich auch, dass man es geschafft hat, in der Bundesliga zu spielen. Du hast ja eigentlich Physiotherapeut gelernt. Jetzt bist du Fußballprofi. War eins von beiden dein Traumberuf? Beides. Also ich habe mich ja dafür entschieden und natürlich war Fußballer immer ein Traum. Und das freut einen natürlich umso mehr, dass er es geschafft hat. Ein Thema müssen wir noch klären, da war ich selber überrascht, da haben wir neulich mal was zusammen gedreht. Und da hast du deinen Nachnamen selbstständig gesagt und der lautet? Matriciani. Nervt es dich eigentlich, dass sich alle Welt Matriciani nennt? Ja, wie gesagt, also man hört da schon ganz schön viele Namen und mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Und bei uns in der Familie ist es dann auch öfters mal ein Lacher, wenn dann mal ein ganz anderer Name wieder rauskommt. Also Matriciani mit C. No. C. Mit C, nicht mit Z. Müssen wir, glaube ich, noch warten. Ich bin noch unterwegs, was? Okay. Wollt ihr was trinken? Mineralwasser oder? Wasser nehmen. Genau. Kommt schon mal rein.
Ja. Stimmt, natürlich gut. Natürlich gut. Ah, oh, danke, Mensch. Es geht Vollgas. Wir haben nächstes Jahr eine gute Truppe. Das ist die Hauptsache. Dass wir so eine gute Truppe wie dieses Jahr aufbauen. Also zumindest auch von. Charakterlich musste es so sein. Ich glaube, das war ein Riesenpfand. Ja. Vor allem in den engen Spielen. Die gewinnst du nicht, wenn du als Truppe nicht funktionierst. Genau. Und sportlich natürlich muss es auch passen. Hi. Du grüß dich. Hi. Grüß dich. Hi. Hallo. Letztes Mal? Meinst du letztes Mal, als wir unterschrieben haben? Ja. Da saßen wir aber in dem anderen Raum da hinten. Ja, ist das so? Ja. In der Platze. In dem Büro da hinten. Mit dem Balkon. Was du, das ist aus. Das ist ein gutes Gefühl, freut mich natürlich, macht jetzt natürlich wieder Stimmung auf die neue Saison und ja, Vollgas voraus. 2026, das ist ein deutlicher Vertrauensausdruck, oder? Auf jeden Fall. Natürlich freut das natürlich einem, das Vertrauen und ja, macht einen sehr glücklich und natürlich will man jetzt natürlich für das Vertrauen auch was zurückgeben. Mhm. Du bist ja nicht den klassischen PLZ-Nachwuchsleistungszentrum-Weg gegangen, um Fußballprofi zu werden. Inwieweit macht dich das stolz? Ja, sehr stolz. Also, was ich auch immer von der Familie höre, dass sie stolz auf mich sind, freut natürlich einen auch. Und macht dann natürlich selber auch sehr stolz, diesen Weg auch geschafft zu haben, wenn man auch nicht mehr so dran geglaubt hat. Und, ja, wie gesagt, da freut einen natürlich, dass jetzt den Vertrag nochmal zu verlängern.